Ja, und hallo und herzlich willkommen zu Hearthstone Heroes of Warcraft. Ich hab heute... Ein neuer Herausforderer! Es ist Jaina Prachtmeer, die Magierin! Wer nimmt diese Herausforderung an? Die Plage Elvins! Rogger, der Knoll! Kommt her! Kommt her! Ja, jetzt habe ich fertig gelabert. Heute ist die Open Beta gestartet und da habe ich mir direkt gesagt, schlag ich zu, weil ich das Spiel schon in der Close Beta ein bisschen verfolgt habe, nicht gespielt, aber ein paar Videos zugesehen von Videospielmagazin zum Beispiel und auch von Blizzard selbst, ein paar Trailer. Ja, und da habe ich mir gedacht, Open Beta ist draußen, also lege ich direkt los und mache ein kleines Let's Play draus. Wie lange es geht, weiß ich aber nicht. So, besiegt Hogger. Spielt Diener aus und benutzt sie, um Hogger anzugreifen. Verursacht genug Schaden und ihr gewinnt. Lass den Kampf beginnen! Alles klar. Zeigt, was ihr drauf habt. So, jetzt kriegen wir Karten. Ich brauche Diener, die für mich kämpfen. Das war's. Okay, das ist nur hinziehen. Ihr seid an der Reihe, Gnoll. Nun zumindest hat er diese Runde keine Karte ausgespielt. Ja. Falls euch das Leben ausgeht, verliert ihr. Schon logisch. Es gibt mir eine Karte. Ein weiterer Diener. Okay, also hervorragend. Man kriegt also immer nur... ein Dingens. Das sind meine Mana. Wenn ihr euer Zug beginnt, erhaltet ihr neue Mana-Kristalle und verbraucht Mana-Kristalle werden wieder aufgefüllt. Also verbrauchte Mana-Kristalle werden wieder aufgefüllt. Ja, das ist zum Beispiel, wenn man jetzt guckt, da oben die 2 bei den Kosten. Ich habe 2 Mana-Kristalle, also kann ich auch da oben die 2. Ich kann jetzt nicht gut mit der Maus hin. Die 2 Mana-Kristalle kostet das, also dann würden jetzt, wie ihr seht, ich spiele jetzt die Karte. Ich glaube, ich kann angreifen. Ich könnte angreifen, aber möchte ich nicht. Aber wenn ich jetzt hier spiele, sieht man hier, die Mana sind leer. Genau da, wo ich euch haben will. So. Er braucht was. Und er kann angreifen. So. Sind beide fertig. Und dann ist der Gegner dran. Er hat jetzt 2 Karten. Darf aber nicht angreifen. 2 Karten? Er hat wohl eine aufgespart. Ach, ehrlich? Soll ich einen Gnoll angreifen oder Hogger selbst? Diener. 3 Leben, 2 Angriff. Oder... ich weiß jetzt nicht. Komm, wir experimentieren mal kurz. Mein Diener hat überlebt. Dieser Diener hat bereits angegriffen. Also man darf nur einmal pro Zug angreifen, aber dann spiele ich noch einen Diener, hab ein Kristall noch und dann ist die Runde beendet. 5 Angriff? Das Ding ist riesig. Ich kann entweder den Riesengnoll ausschalten oder seinen Meister angreifen. Okay. Bevor der uns angreift. Aber ich greife ihn dann noch an, weil das ist ein bisschen zu stark. Ja, wenn bei dem Leben ausgeht, verlieren wir, das weiß ich auch. So. Vorsicht, 4 Schaden. Ihr seid mein nächstes Ziel, Hogger. Eine Zauberkarte. Sie kann nur einmal verwendet werden, also sollte ich sie überlegt einsetzen. Okay. Zack. Fertig. Ich gebe eine Karte, die ihr auch spielen könnt. Gibt es irgendwo eine Zeit, die abläuft? Glaub nicht. Aber ich muss die Karte jetzt spielen. Oh.
Na gut. Sieg. Alles klar, Belohnung. Zieh zwei Karten. Oh, keine Ahnung. Zurück ins Verlies mit euch, Hogger. Milhouse Mannersturm. Ja, das weiß ich auch. Angriff und Leben. So, spielen wir mal. Jaina gegen Milhouse Mannersturm. Richtig. Setzt euer Mana effizient ein, um diesen nervtötenden Gnom zu vernichten. Jaina, macht euch bereit für einen Kampf mit dem mächtigen Milhouse Mannersturm. Ja, ich mache mich bereit dafür. Ah, jetzt kriege ich mal eine Starthand. Was? Ihr seid zuerst dran. Ich wollte anfangen. Ja. Okay, jetzt kriege ich zwei Karten. Und dann noch einmal die Karte. So. Also, jetzt sieht man das auch noch besser. Also, hier haben wir jetzt ein Mana-Kristall. Die kostet 2 und die kostet 4. Das heißt, ich kann die beiden nicht spielen. Auch für einen Neuansteiger. Hier, die hat eine, also kann ich die spielen. Die werde ich auch spielen. Setz ich schon mal. Das war's. Und dann. Was für ein Diener ist das denn? Ein Murloc? Ja, jetzt mal. So, und dann, wie man gerade auch mitgekriegt hat, eine Zauberkarte. Die knallt halt direkt auf den Gegner drauf. Und das sind halt die Diener, die sind hier. Eine Runde müssen sie halt pausen. Ja. Und dann fertig. Bis gleich. Diese Karte ist der Wahnsinn! Wartet nur, bis ich ein wenig mehr Mana habe! Oh, mein Mana ist wiederhergestellt. So, jede Runde kriege ich halt ein Mana-Ding dazu. Und die werden noch immer aufgefüllt. So. Da ich glaube, ich. Wartet mal, ich glaube, in der. Ja, also in diesem Spiel muss man einmal was machen. Also hier kann man nicht rausgehen, ohne richtig anzugreifen, weil ich glaube, ja, ich muss angreifen. Hört auf mich anzugreifen, ich will dieses Spiel gewinnen. Da muss man halt immer ein bisschen gucken. Noch ein Mana, aufgepasst. Wie man das macht. Wisst ihr, wie sich das anfühlt? Autsch. Nein, wie? Wie ein Sieg! So. Jetzt habe ich 3 Mana. Hier, anderer Diener haben. Reiner Diener haben. Plus einen Angriff. Der kostet mich 3, hat 2, 2. Hier 2 Karten. Möchte ich erst 2 Karten haben. So. Und dann. Batz. Hey, passt auf den Schnurrbart auf! Kriegt ihr auf die Fresse? Das wird euch gefallen! Warte. Oh. Alles klar. So, dann spiel ich. Na, die hat 2, die hat 3. Spiele ich die beiden Karten. Die hat ja scheiß wenig Leben. Dafür mehr Angriff. Oh, eigentlich ist die Karte schlecht, obwohl die mehr kostet. Nur die hat halt ihre Fähigkeit, was sie besser macht. Und das, aber. Stuart hast du ein bisschen mehr. Okay, er macht jetzt das. Schnell! Ich will unbedingt diese Karte ausspielen! So. Füg die zu 6, die behalte ich dann noch. Nimm das! Leg ich die drauf. Die lasse ich auch noch, weil er Diener sind. Besch damit drauf. Und. Sag weiter. Jaina, auf euch wartet nur das Verderben. Ja, spiel eine Karte.
Ah, 6 Schaden. Aber er setzt es auf den Dina drauf. Alles klar. So, was ist das? Da ist so ein Lappen. Ja. Okay, wie spiele ich jetzt? Okay, ich setze diese Karte. Nimm das! Diese Karte. Greif mit den beiden. Ah, scheiße. Okay, da war ich jetzt ein bisschen dumm. Ich hätte einfach nur eine Karte spielen sollen, dann hätte ich mit der Karte den fertig machen können. Wäre hätte gewesen. Aber okay. Jetzt macht er den fertig. Ist kein Problem. Und dann. Ah, komm, hier bleibt so weg. So viel Minus brauche ich denn jetzt nicht machen, ey. So. Und da ist unser zweiter Sieg. Und da haben wir neue Karten. Vernichtet. Von meinen Anwälten hören. Lehrensucher Show. Alles klar. Dann wollen wir mal spielen. Jaina gegen Lehrensucher Cho. Wenn Diener sich bekämpfen, dann erleiden beide Schaden. Los geht's. Oh, Jaina. Freut mich, euch zu sehen. Lehrensucher Cho. Zeigt mir, was ihr gelernt habt. Ich werde euch nicht schonen. Gut, gut. Okay, er hat ein Ding unter mir. Ich weiß nicht, geht doch, ich kann eine Sparrunde machen. Ich bin vielleicht nicht so geschickt mit Schwert und Bogen, doch habe ich viele Freunde. Ja, Lehrensucher. Geht doch, ich kann jetzt endlich auch sparen. So. Dann setze ich die Karte ein. Das war's. Und fertig. Ein einziger Schadenspunkt kann den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen. Die beiden. Ich zolle euch Respekt. Der D3 und der 2. Alles klar, so. Spiel ich die und ich spiele die. Das war's. Habe ich mir jetzt gleich zwei Diener drauf. Das heißt, wenn er eine kaputt basht, wird er wahrscheinlich auch kaputt gebasht. Und dann habe ich's. Bin ich allein. So. Jetzt sind beide weg. Jetzt liegen da noch zwei. So, dann spiele ich diese Karte. Dann kriegt mein anderer einen Angriffsschaden hinzu. Und damit gebe ich dem auf. Fertig. Ja, leeren Such. Verleiht euren Diener. Okay, das ist nice, die Karte. So, 5 Stück habe ich. Dann spiele ich die. Und ich spiele die. So. Schnell und stark zuschlagen! Schnell und stark zuschlagen! Und drauf. Da ist meine zwar auf dem Arsch. Aber ich habe jetzt noch 2 Karten auf dem Feld, die nächste Runde ich beide angreifen können. Ah, haha, ihr könnt mich nicht treffen. Für den Moment. Erst schlage ich eure Truppen, dann euch. Okay, also wenn die Diener platzen. Gucken. Hier kann ich den Verlaufsenerat. Da. Shu kann nicht angegriffen werden, bevor er sein. Bevor ihr seine Dinge erledigt habt. Okay, da ist kein Problem. Dann lege ich die Karte. Und dann spiele ich die Karte aus. So. Die hat mehr Life. Na gut, die lebt dabei noch. Schnell und stark zuschlagen. Ihr müsst immer noch leben bleiben. Ihr seid ganz schön mächtig. Fertig. Ich habe neue Freunde kennengelernt.
die sowohl heilen als auch kämpfen können. Hat jemand den Arzt gerufen? Diener mit Kampfschrei haben einen Effekt, wenn sie ausgespielt werden. Ja. Okay. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung gefällt. Kann die 4. Das ist gut. Das sie werden ist gut. Nicht wissen, wie ihnen geschieht. Sehr gut. So. Mal gucken, welche kann ich am besten opfern. Die gibt mir. Oh, wartet. Die hat weniger gekostet, also spende ich die. Greif mit der die an. Schnell und stark zu. Nochmals. Das war's. So, fertig. Furcht führt zu Wut. Wut führt zu Hass. Hass führt zu Bauchschmerzen. Krieg sollte immer das letzte Mittel sein. Ihr seid naiv, Lehrensucher. Ja, vielleicht. Oder... Kurz ausrechnen. 3, 8... Nee, warte, kann ich ja gar nicht. Doch, 3, 8... 10. Ah, komm. Ich muss nur richtig spielen. So. Okay, dann bin ich weg. Scheiße, habe ich meine Rüstung doch nicht. Schnell und stark zuschlagen! So. Wer meint? Zack, jetzt hab ich gerade nicht aufgepasst. Jetzt habe ich gerade auf den Lebensverhalt geguckt, nicht auf den Angriffsverhalt des Gegners. So. Komm. Kriegt der da auch nochmal mit einer auf Asche? Diese Runde ist ja ideal. Fertig. Ah, okay. Juckt mich nicht. Zieh zwei Karten. So, nehme ich die. Dann. Schnell und stark zuschlagen! Okay, das war ein bisschen dumm. Okay. Mach das. Wenn ihr meint? Und das und dann hab ich gewonnen. Ihr seid wahrlich gut. Und wieder neue Karten. Es war mir eine Ehre, Lehrensucher. Und der nächste Gegner. König Mugler. Alles klar, wird er mal gebumst. Jaina gegen König Mugler! Ihr versteht eine Karte nicht, bewegt dem Mauszeiger die rüber. Das lese ich auch. Ah, ich krieg direkt mal 3 Karten. Ach, das ist gut. Es ist König Mugler. Erledigt ihn, solange er allein ist. Das war's. Der wird nicht mehr. Fertig. Standardzug. Warum bewerfen mich diese Affen mit Bananen? Wirf Bananen. Verleiht einem befreundeten Diener. Ich weiß jetzt nicht, ob der ob es überhaupt irgendwie eine Karte gibt, die das austricksen kann. Deswegen werde ich erst die Karte spielen. Ah, die kann direkt angreifen. Ah, die kann den eh nicht töten. Und so. Und ziehen schon mal ein Leben weg. Komm. Fertig. Ihr verrückten Affen. Oder ich weiß, warum die Bananen sind. Mehr habt ihr nicht drauf, Mugler. Nur Fässer. Aha.
Okay, ich weiß. Ich weiß jetzt warum. Die Dinger. Warum die Bananen werfen, warum das so scheiße ist. Weil die Hand irgendwann voll geht. Das ist ja, da kriegt er keine Karten mehr. Okay. Der war nice. Nein, das bringt mir nichts. Die Karte bringt mir was. Man kriegt die Karte da noch. Dann klatsche ich dir mit 4 Leben. Sorry. Fertig. Verursacht 2 Schaden. Ja, die kann ich wegstecken. Alter, 4 Life. Tötet diesen Affen, sodass ich Muggler erledigen kann. Ja. Hat jemand den Arzt gerufen? So. Bitte, 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 bitte. Scheiße. Okay, das funktioniert nicht. Okay, dann setze ich die Karte auf. Dann wäsche ich die gegen die Wand. Überlebt hat. Sehr schön. Alles klar. Jetzt hätte ich die Fähigkeit spielen müssen. Nicht aufgepasst. Alter, warum kommt der mit so viel Zeit? Ich hasse diese Attacke. Zieht eine Karte. Ich hoffe, dass ich meine Erfindung kenne. So. Alles klar, fertig. Alter, der gibt so richtig hart auf die Fresse, ne? Das Biest geht gar nicht klar. Weg. So. Dann die Karte ausspielen. Ja. Und dann ihr meint? Da drauf. Kann die Karte auch noch gespielt werden. Das war's. Und fertig. Habt ihr das gehört? Was zum... Alter. Alter. Okay, die kann ich. Warte, 3 minus, dann 5, die brauche 4. So. Dann. Er ist zu stark. Konzentriert euch auf Muggler. So. Ja, Mann! So. Und so. Besiegt. Der kann noch mal kämpfen. Ne, er kann kämpfen, noch so eher gesagt. Dann gebe ich den auf die Fresse. So, man muss nur wissen, wie man spielt. Dann kommt er aufs Spiel. Das Dingo! Ja! Ja, gut. So, ich kann alle spielen. Zu den Waffen! Und der greift nochmal an. Fertig. Okay. Einsatzbereit. Karte wird wieder da eingespielt. Zu den Waffen. Angriff. 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 Das war's. Fertig. Ja, jetzt kommt wieder da mit der Scheiße an. Vernichtet ihn immer noch nicht. Ganz geil. So, und 2 Karten. Drei Abzug. Die
die Fähigkeitskarte und gewonnen. Fertig. Ja, verwandelt einen Diener in ein Schaf. Okay. Ich glaube nicht, dass wir Mukla zum letzten Mal gesehen haben. Hemet Nesingvari. Okay, dann machen wir mal Hemet kalt. Okay, dann ging gerade die Flame-Rate, oder? Gegen! Wer kennt ihn nicht? Hemet Nesingvari! Warum gehen da gerade die Frames so krass runter? Vernichtet seine Diener, bevor sie überwältigt wird. Okay, jetzt kann mit der Festplatte kann ich voll sein. Ich beende mal kurz die Aufnahme und guck mal, was die Frame-Einbrüche zu bedeuten haben. Also, bis gleich. So, zurück bei Heroes. Oh, ihr seid aber hübsch. Passt auf, was ihr sagt. Bitte? Keiner spricht so mit dem alten Hemet. Ha! Ich bin zuerst dran. Aber ich erhalte eine zusätzliche Karte. Oh gut, denn ihr werdet sie brauchen. Ich mach dich kalt, mein Freund. Das sag ich dir jetzt schon. So. Das hier erinnert mich an die Zeit, als ich den gewaltigen Tiger Bangalash jagte. Okay, ab und zu gehen die Frames trotzdem noch richtig krass in den Keller. Das liegt wahrscheinlich dran, dass ich meine Grafikkarte. Weidmanns Heil! Upgrade muss, weil es ist ein Update auch rausgekommen heute. Das ging ja gar nicht klar. Okay, wir sehen uns mit der Mission gleich wieder und ich date mal kurz meine Grafikkarte ab. Also, lad den Treiber runter.